Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wie schon im Anfangsvideo erwähnt, ist in der großen weiten Welt des Internets besonders eine Person wichtig, nämlich du. Oder noch besser gesagt, dein digitales Ich. So sehr wir in unserer digitalen Identität aufblühen können, so leicht kann sie auch missbraucht werden. Und oftmals merken wir das erst, wenn es schon viel zu spät ist. Wer zum Beispiel bei Facebook ein öffentliches Profil hat und damit seine kompletten Daten jederzeit für Fremde zur Verfügung stellt, riskiert einen Identitätsdiebstahl. Beziehungsweise eben, dass diese Daten von dieser Person missbraucht werden. So zum Beispiel passiert das 2009 der Journalistin Bettina Kroll. Unbekannte haben sich ihre Daten besorgt und auf ihren Namen im Internet erstmal eine riesengroße Shoppingtour veranstaltet. Und das hat sie monatelang auch gar nicht mitbekommen, erst als die ersten Mahnungen und eben ein Haftbefehl von der Polizei bei ihr vorlagen. Und mir ist sowas auch schon mal passiert. Auf meinen Namen sind 4 Handyverträge abgeschlossen worden. Gemerkt habe ich das Ganze natürlich erst, nachdem das Geld von meinem Konto bereits abgebucht war. Es hat sich alles relativ schnell aufgeklärt, ich habe mein Geld wiederbekommen, aber der Schaden war erstmal da. Und dabei bin ich sogar schon der Meinung, dass ich eigentlich relativ sensibel mit meinen Daten umgehe. Aber genau hier ist ja auch das Problem des Identitätsdiebstahls. Er ist fast nicht zu verhindern und wir kriegen es erst mit, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, wie wir es den Dieben zumindest ein bisschen schwerer machen können, beziehungsweise uns das Leben ein bisschen leichter machen können. Haltet eure Profile im Social Media privat. Erlaubt natürlich euren Freunden, eure Inhalte zu sehen, aber seid sehr, sehr vorsichtig bei fremden Leuten. Nehmt nicht jede Freundschaftsanfrage an, schon gar nicht, wenn ihr die Leute nicht kennt. Profile fälschen oder kopieren ist auf Facebook leider super leicht. Und viele Leute können gerade bei öffentlichen Profilen einfach die Bilder und Namen von euch oder von euren Freunden klauen und sich als diese ausgeben. Deshalb haltet Rücksprache mit euren Freunden. Und selbst wenn ein echter Mensch hinter diesem Profil steckt, wisst ihr immer noch nicht genau, was er vorhat. Auch sehr wichtig, haltet Firewall und Antivirus immer auf dem neuesten Stand. Viele Betrugsfälle, mit denen wir es zum Beispiel zu tun haben, haben damit zu tun, dass Leute auf Betrugs-E-Mails reingefallen sind. Und deshalb öffnet einfach keine E-Mails von Leuten, die ihr nicht kennt. Und sagt das auch euren Eltern. Und gebt euch auch bei Passwörtern ein bisschen Mühe. Also 1, 2, 3, 4, 5 ist jetzt nun wirklich kein sicheres Passwort. Seid da ruhig ein bisschen kreativer. Rein rechtlich gesehen habt ihr natürlich das Recht am eigenen Bild. Was bedeutet, dass fremde Leute sich nicht einfach in euren Bildern bedienen dürfen, es sei denn, ihr erlaubt es ihnen, zum Beispiel in Form eines Vertrags. Dieses Recht haben im Umkehrschluss andere Menschen natürlich auch. Jeder hat, salopp gesagt, ein Urheberrecht auf sich selbst. Genauso wie auf die Wahrung seiner Persönlichkeit. Und es ist eigentlich ganz einfach. Respektiert die Rechte anderer Leute einfach so, wie ihr von anderen Leuten selbst respektiert werden möchtet. Nun aber zu euch. Fühlt ihr euch sicher bezüglich eurer Daten? Wovor hättet ihr persönlich am meisten Angst? Kennt ihr solche Fälle bei euch in der Familie oder im Freundeskreis? Wie schützt ihr euch? Was ist eure Meinung zu Urheberrecht oder Persönlichkeitsschutz? Lasst mal was hören. Ich bin wie immer gespannt.